Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun, tut auch ihr ihnen in gleicher Weise. Das war der Eingangssatz unseres Evangeliums. Das ist der Satz, den Christus gesprochen hat, seinen Zuhörern gegenüber. Oder wenn man das jetzt anders ausdrückt, hat er so angedeutet, dass das Verhalten des Menschen so ein bisschen nach dem Motto geht, man tut das den anderen gegenüber, was man auch von den anderen sich selbst gegenüber erwartet. Das ist natürlich sehr menschlich gedacht. Es steckt ja dahinter auch ein gewisser freundlicher Aspekt, wobei offen bleibt, ob der immer wirklich ehrlich ist, ob da nicht auch ein bisschen Heuchelei dahinter steckt, weil man sich etwas Besonderes vom Gegenüber auch erhofft. Aber sicherlich ist es ein Ausdruck dessen, dass man dem anderen gegenüber einen freundlichen Eindruck erwecken möchte. Einmal vielleicht sogar aus einer gewissen Ehrlichkeit heraus, aber auch unter Umständen so eine klein bisschen Rückversicherung, so nach dem Motto, ja, man weiß ja nie genau, wofür es gut ist. Nicht wahr? Also bin ich auch mal jetzt ein bisschen dem anderen gegenüber großzügig. Im Volksmund hört man ja in diesem Zusammenhang häufiger, man kennt sich und man hilft sich, nicht wahr? Oder eine Hand wäscht die andere. Das ist so die allgemeine Haltung, die im täglichen Leben dahinter steckt. Aber dazu hat Christus eine Aussage, als er das so schildert und das Verhalten der Menschen so darstellt. Und er sagt, ja, diese Art, Gutes zu tun, diese Art kennen auch die Sünder. Das heißt, diese Art, freundlich zu sein, einem anderen gegenüber mal großzügig zu erscheinen, das ist im Prinzip überhaupt nichts Besonderes. Da fehlt nämlich irgendwie was Wesentliches, der innere Einsatz des Menschen. Und er schließt ja auch, um das zu verdeutlichen, ja noch eine Frage an. Er sagt nämlich, welche Gnade ist euch dazu teil geworden? Was habt ihr eigentlich innerlich gewonnen? Was hat euch vorwärts gebracht, dadurch, dass ihr einem anderen geholfen habt, in derselben Weise, wie es auch der allgemeine Mensch tut, der Sünder tut. Das heißt mit anderen Worten, unsere Hilfsbereitschaft, unser Entgegenkommen einem anderen Menschen gegenüber muss wohl auch eine gewisse Grundlage haben. Es muss eine rechte Haltung dahinter stehen, wenn man etwas Gutes tun will. Und das, was Christus hier mit ausdrücken will, es muss bei demjenigen, der jetzt freundlich erscheinen will, auch eine ehrliche innere Hinwendung und Zuneigung vorhanden sein, dem anderen gegenüber, dem er jetzt etwas Gutes tut. Im allgemeinen Gebrauch, Sprachgebrauch spricht man da heute so von Empathie. Das ist von der Sache her richtig, aber es muss wirklich auch eine gewisse innere Selbstlosigkeit dahinter stehen. Man will nicht unbedingt, das wäre die richtige Haltung, man will nicht unbedingt was wiederhaben. Man erwartet nicht von der Gegenseite eine entsprechende Gegenleistung. Und wer uns das mal genau gezeigt hat,
Das war ja der barmherzige Samariter, der plötzlich da unterwegs einen Notleidenden findet, der überfallen worden war, also und jetzt verwundet war. Dem widmet er sich, er bringt ihn in eine Behandlung hinein, dass er Unterkunft hat, er sorgt dafür, dass auch dass derjenige, wo er jetzt unterkommt, dass er da bezahlt wird, dass das alles geregelt wird. Nicht mal der barmherzige Samariter ist aus dem Grunde barmherzig, weil er etwas von sich selbst abgibt. Er gibt Geld dafür, er gibt auch, und das ist ja heutzutage für jeden Einzelnen von uns sehr wichtig, er gibt auch seine eigene Zeit für den anderen. Das ist ja auch eins dieser Wurzeln, um einem Menschen wirklich ehrlicherweise Gutes zu tun. Und das heißt mit anderen Worten, wenn ich einem helfe und ich ihm helfen will und gerade auch wo in Situationen, wo es für den anderen selbst leidvoll ist, nicht wahr? Da muss ich auch selbst von mir deutlich machen, dass ich mit dem anderen mitleide, dass ich echtes Mitleid habe. Und das heißt mit anderen Worten, dass ich mich auch in gewisser Weise mit dem anderen identifiziere, ihn nicht nur als irgendwen da betrachte, sondern das ist für mich ein Gegenüber. Und diesen Sachverhalt, den drückt Christus in diesem Evangelium ganz einfach aus mit dem Hinweis, werdet also mitleidvoll, wie auch euer Vater mitleidvoll ist. Das heißt, wenn wir zu Gott beten, dann ist das nicht einfach, dass nur wir hier stehen und Gott schrecklich weit weg, woanders und dazwischen ist eine große Kluft. Nein, was Christus hier andeutet, auch der Vater hat Mitleid mit euch. Das heißt, der Vater, Gott, identifiziert sich mit jedem Einzelnen, der ihn um etwas bittet. Und das ist der tiefe Grund, und das tiefe Wesen der Barmherzigkeit Gottes, dieses Zurückwirken auf uns und das wirklich Anteilnahme an dem Menschen, der ihn nun bittet, der in Not ist. Und unser Gebet sollte natürlich auch immer diesen Aspekt mit berücksichtigen, dass wir bei jedem Gebet, was wir sprechen, nicht nur einfach bitten, sondern dass es auch immer eine Verherrlichung Gottes ist, weil wir wissen, dass Gott sich uns zuwendet. Er ist mitleidvoll uns gegenüber. Er will uns verstehen und öffnet sich. Amen.